Herzlich willkommen zurück in meinem Kanal. Wie das Thumbnail schon sagt, geht es heute mal nur um Theorieblock, sag ich mal. Mit dem Aufkommen des Extreme Freezers dachte ich mir, welche Extreme-Charaktere eignen sich besonders, dass sie mal einen Zenkai kriegen sollten, und das ist definitiv die Ginyu Force, also mit weitem Abstand. Ich habe sie damals schon gern gespielt, als es noch Hero-Charaktere waren, und habe mir immer gewünscht, es sollen nochmal Extreme-Charaktere rauskommen. Und dann kamen sie auch. Leider waren sie mal wieder zu selten, weil ich finde, teilweise sind manche Extreme seltener als Sparkings. Weil, wenn ich mir so meine Sparkings angucke, die habe ich hoch, die senkt, also die Extremes eher nicht so. Auch daran sollten die nochmal arbeiten, finde ich. Also entweder sollten die Häufigkeit erhöhen, weil man kriegt ja insgesamt auch weniger Seelen von denen. Also sollte wenigstens die Häufigkeit höher sein, wie man die zieht. Vor allen Dingen, wenn man hier mal guckt, einfach mal die Kampfkraft sieht. 3.862.000. Wenn wir dann neben mein mitstärkstes Zenkai-Team nehmen, sind wir hier bei 4.222.000. Ist also gar nicht mal so viel Differenz. Das kommt halt auch durch die sehr gute Ausrüstung, die die zur Verfügung haben. Die übliche Extreme-Ausrüstung und so weiter. Hier wäre es natürlich wieder geil, weil ich finde diese Methode, die die immer haben, schwachsinnig zu sagen, okay, blauer Extreme, ja, dann kriegt blau Extreme 45% auf zwei Werte. Es macht doch keinen Sinn für das Team. Ich habe mal versucht, ich weiß gar nicht, habe ich das hier noch drauf? Genau hier. Das will ich vielleicht auch nochmal testen. Das ist ein Team, was halt nur aus den Extreme-Zenkais besteht. Das supportet sich halt so semi-gut, weil wir haben halt den Raditz, der gibt den Nappa und Vegeta nochmal HP. Supportet mit seiner eigenen Fähigkeit nochmal den Freezer. Aber das war's auch schon. Freezer gibt halt ein bisschen Buff. Nappa sorgt dafür, dass mehr Schaden gegen Gelb gemacht wird. Und Vegeta, ja, gar nichts. So. Das Problem ist halt, mit dieser Scheiße legen die sich nur auf Monocolor-Teams aus. Das Geilste wäre wirklich, wenn das hier so wäre, es muss ja nicht mal viel sein, es würde ja schon reichen, wenn die zum Beispiel vier Werte nehmen mit jeweils 10%. Sagen wir jetzt mal, die machen hiervon einen Zenkai und der supportet aber vier Werte mit jeweils 10%. Oder von mir aus zwei Werte mit 18%, 20%, wie auch immer, auf Zenkai 7. Aber würde das für das ganze Team machen? Also es steht wirklich drauf, Ginyu Force. Ähnlich wie, ich frage mich, warum die sich weigern, wirklich bei den normalen Charakteren außerhalb von Legends Road das ganze Team supporten zu lassen. Dann macht doch die Prozentzahlen geringer. Aber es ist doch ein Gewinn für das ganze Team, wenn ein Zenkai rauskommt, der das ganze Team supportet. Und halt selber nicht einfach nur völlig OP ist, weil er ja selber auch auf alle drei Werte 45% kriegt. Ich bin auf jeden Fall der Meinung, die hier sollten mal ein Zenkai bekommen. Ich sage auch schon im Vorfeld, ich bin mir ziemlich sicher, dass der nächste Extreme Zenkai sein wird, der jetzt kommt. Wo ist er? Der hier sein wird. Schätze ich mal ganz stark. Weil der müsste jetzt als nächstes in der Story kommen. C19 und C20 müssten, glaube ich, auch kommen. Und C17 und C18 wahrscheinlich noch. Meine ich zumindest, dass das irgendwie so in der Reihenfolge war. Ich finde die Extreme Zenkai ist mega interessant, vor allem weil sie free to play sind. Und ich will auch mal ausprobieren, ob wirklich dieses Team hier was kann. Aber ich habe Nappa noch nicht auf Zenkai 7, also nicht voll geboostet. Und den Freezer habe ich auch noch nicht voll geboostet, deswegen will ich es noch nicht ausprobieren. Ich denke mal, die anderen Extremes werden halt relativ aufgeschmissen sein, weil wenn man sich die Werte hier anguckt, die sind nicht übel. Aber reichen bei weitem nicht an einem Zenkai-Charakter ran. Und ich muss sagen, ich habe Vegeta mal getestet. Vegeta ist echt solide eigentlich. Der hat gute Fähigkeiten. Ich kann es natürlich mal ausprobieren mit dem lilanen Ginyu, weil der Ginyu hat hier nochmal eine geile Support-Fähigkeit. Außerdem kriegen hier die Saiyajins halt doppelt HP durch Raditz und durch Guldo. Werde ich mal die Tage ausprobieren, auf jeden Fall, wenn ich Freezer voll geboostet habe. Im Moment fehlen mir einfach die Ressourcen. Das war es eigentlich auch schon fast wieder von meiner Seite. Ich möchte eigentlich nur mal eure Meinung wissen. Was haltet ihr davon? Mehr kostenlose Extreme Zenkais. Meiner Meinung nach mehr Zenkai Souls auf jeden Fall, die man kriegen kann. Weil einfach nur die Freundschaftskämpfe und dann die Mission machen, ist so ein bisschen lame. Oder die sollten zumindest mehr droppen, wie auch immer. Was haltet ihr davon? Was ist eure Meinung? Interessiert mich sehr. Wer mich supporten will, darf einfach mal direkt den Abo-Button drücken. Das Video natürlich liken und kommentieren hilft dem YouTube-Algorithmus, also besonders liken.
und die Glocke nicht vergessen, damit ihr auch alle meine Videos immer seht. Und wenn ihr mich richtig, richtig supporten wollt, weil ihr seht auch für ja, das nächste Banner, was jetzt ansteht, bin ich relativ low mit Zeitkristallen. Wer mich wirklich supporten will, nochmal zusätzlich, der kann gern auf den Link unten in der Beschreibung gehen, den PayPal-Link. Ansonsten in meinem Banner im Kanal ist auch nochmal ein Link und kann mir ein kleines Trinkgeld senden. Und ihr könnt natürlich auch gern nochmal sagen, was ihr gern für einen Content von mir sehen wollt. Ich mache jetzt nur so ein bisschen Test immer, was kann man machen. Und ja, dann war es das schon wieder von meiner Seite und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag.